Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle den Ultramapper. Ja, muss auch mal sein, ne? So, fast fertig hier. Zweite Fläche ist schon gewalzt, wir bringen den eben rüber. Kann der die 15 walzen. Wir setzen, glaube ich, den McCormick eben um. Der hat ja auch noch eine Fläche. Und wir drillen die eben selber, kann auch sein. Ist ja easy going, ne? Das Moped muss auf jeden Fall jetzt zu 15. Und dass der da mal eben schickifani was abwalzen kann, ne? Also wie Premium. Gut zufrieden hier, ne? Prima! So, Gas hier. Gib Schubrakete. Moin. Du bist da nicht so gut zufrieden. Oh, was ist das heute? Ist ja nicht so Premium mit meinen USB-Anschlüssen, ne? Manchmal wollen die nicht so wie Svenny, ne? Ah, er macht wieder ein bisschen Männchen. Was ist hier mit der Straße los? Habe ich die kaputt gemacht? Nee, ne? Nee. Bin voll dreckig, doch. Guck mal, Premium, schon fettig hier. Kollege Schnürschuh. Halt mal an hier. Mach mal Handbremse rein. Erstmal speichern. Danke. Haben wir schon Kurs? Nee, haben wir noch nicht. Das ist ja nicht so Premium. 8,2. Machen wir dreimal Vorgewinde. Scharf. Nee, hier. So, mach mal. So, wenn ihr das Bild habt, ne? Drückt ihr Escape. Drückt nochmal Escape. Und dann geht das alle. Vielen Dank nochmal, ne? Echt Premium. Walzen. Und dann läuft der Lachs. Das zeigt euch. So, du gib mal hier Schub. Ne, warte noch mal kurz. Jetzt gib mal Schub. Wir hüpfen in den Schlepper. Wir haben da nämlich noch eine Fläche zu drillen. Guck mal, ich komme blinken. So, Abflug hier. Was schaffe? Schaffe, Häusle baue. Premium, ne? Hoffentlich ist das Schild stehen geblieben. Ja, lol, ich kann Kalle nicht schimpfen. So. Die so lang geschießt, ne? Weil wir tun es ja noch. Schießen, schossen. Da war gerade eine coole Mucke im Radio, ne? Hat die Svenny mal gehört, ausnahmsweise. Immer die kenne ich dort, die habe ich doch eben jetzt gesehen. Oh, wir haben ganz schön viel Öl rettig im Bogen gedrückt, ne? Immer Moos heutzutage. Muss auch mal ein Öl rettig sehen, ne? Das ist ganz Premium wichtig. So, mach mal an den Hubel. Mach mal runter. Wir brauchen mal ein Bild, ne? Damit ihr auch wisst, worum es geht. Die letzte Verölrettigung. Weil den nächsten Ingame-Tag, ne? Das ist ja wieder so Premium geregelt.
können wir ja nur Gras sehen, ne? Damit unsere Flächen begrünt sind. Das ist nicht so schickifani. Hier habe ich die Maus noch bescheiden stehen, kann das sein? Die sind nicht original. Ich sehe auch so viel, ne? Guck mal, läuft! Mit ein bisschen Gekurbel geht alles, ne? Ganz wichtig, müsst ihr euch merken. So ein bisschen Gekurbel, da kriegst du alles hin. Ne, den wollen wir noch nicht unterrödeln. Ich habe noch gar nicht gefragt, ob bei dem Olli jetzt wieder alles geht, ne? Viele haben ja jetzt nach dem Update Probleme gehabt. Ich hatte die schon vorher immer. Dieses Update ging eigentlich. Aber ich lade auch kaum noch Mods runter, ne? Bin ja ganz ehrlich. Letzter Zeit lade ich ganz selten noch Mods runter. Das ist mir eine Lehre gewesen, ne? Und Stück. Ah, ich fahr mal zurück hier. Korrekt. Und liebe Leute, ich kann euch sagen, viele fragen ja oder haben auch gefragt wegen dem neuen Lenkrad, ne? Also ich kann euch das Thrustmaster echt nur empfehlen. Kostet zwar eine Menge Holz, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist nicht billig. Aber im Gegensatz zum G29 kein Vergleich. Ganz ehrlich. Viel unkomplizierter. Wenn du es einmal eingestellt hast, bleibt es eingestellt. Nicht so wie beim G29, da hast du ja immer diese ganzen Profile und dies und das, brauchst du gar nicht. Das stellst du in der Systemsteuerung ein, das Lenkrad, wie du das haben willst, und dann bleibt das immer so. Und dann egal, ob du Computer an- oder ausmachst, die Einstellungen bleiben immer. Und das finde ich schon mal Premium. Und ich kann Tasten auf dem Lenkrad belegen und habe dadurch nicht 35.000-fache Tastenbelegung. So, weißt du, mit Lenkeinschlag, dann war ja die Map auf einmal da. Du hast du direkt irgendwo anders im Menü. Keine Schmerzen. Überhaupt nicht. Auch nicht diese eine Taste, wo du direkt ins Menü gehst. Die kannst du ja nicht rauslöschen. Hast du ja auch keine Schmerzen bei diesem Lenkrad. Echt top Teil. Ganz ehrlich. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn es viel Geld kostet, aber man kauft sich ja nicht andauernd ein neues Lenkrad, ne? Muss man auch mal sagen, ne? Das wird ja jetzt wohl hoffentlich erstmal ein paar Jahre halten. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Sonst kann ich es echt nur empfehlen. Und der Shifter ist auch cool, ne? Da kann ich nämlich auch sequenziell schalten. Nicht hier so. Da schraubst du hier um. Hast du extra so ein Teil mitgekriegt, kannst du nur sequenziell schalten und stellst den in der Systemsteuerung eben um, dass du nur sequenziell schalten kannst, also für Rennspiele und so. Oder auch, hier gibt es ja auch viele Schlepper, da stellst du halt um, aber hier fahre ich so. Aber kannst auch sequenziell, ne? Schon Premium, ey. Und gut verarbeitet, ne? Da gibt's nix. Läuft der Laden. Echt Premium. Nicht übel, Kübel. Dann haben wir das auch bald fertig, ne? Nächsten Ingame-Tag haben wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Flächen zu ernten, ne? Dann war es das. Kühe müssten jetzt einen Ingame-Tag in den Stall, also unsere Rinder. Kommen zu den Kühen. Und dann, ja, werden wir mal gucken, was wir im Winter machen, ne? Das weiß ich noch nicht so genau. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe das Mikro jetzt zu weit weg oder ich sitze zu weit weg. Eins von beiden. Aber dann ist den so. Kann ich auch nicht ändern. Normal müsste das Mikro hier oben runterkommen oder so. Aber man kann das auch nicht so laut einstellen. Dass du, wie heißt es, dann nicht so schreien brauchst, ne?
Guck mal, läuft hier. Voll Premium. So muss da. Haben wir die Fläche auch schon wieder fertig gedrillt. Richtig gut. So, warte mal. Oh. Ich bin noch müde. Ich war gestern eindeutig zu lange auf. Da haben wir echt nur noch zwei Flächen nächsten Ding im Tag. Cool. Die beiden Lütten, ne? Guck mal, wie ölrettig wir haben, ne? Na, ey, komm mit Stroh zehnmal lang. Das gibt ja ordentlich was hier. Das sind ja große Flächen. Dann lassen wir da wahrscheinlich auch noch Wiese oder so. Da bin ich mir noch nicht sicher. Kann sein, dass wir da Wiese lassen. Weil wir da Gras sehen müssen nächsten Ingame-Tag. So, Abflug. Stellen wir dich erst noch so lange an Hof, wa? Oder? Ja. Können wir nämlich gleich mal Schweinefutter organisieren. Vor allem müssen wir das Gewächshaus hinten noch leer räumen, ne? Jetzt mal gucken, wo wir das verklappern können. Warum ist der Hut aus? Oh, der Hut war aus, du. Geht ja gar nicht. Wo parken wir dich denn so lange? Stehst ja eigentlich nur im Weg rum, ne? Uncool. Ja, hier geht auch nicht. Auch kein Platz, ne? Wir müssen da noch eine Scheune für bauen. Dass der im Winter nicht so draußen steht, ne? Hier steht er mir auch nur im Weg. Dann stellen wir ein Est hier hin. Bis vorn lohnt sich dies ja nicht. Premium. Aber die läuft, ne? So richtig in die Schuhe kommst du nicht, ne? Oder? Du kannst auch mal eben mit. Was ist denn, Kaline? Ist die Kalle nicht lieb zu dich? Ich hab dir gesagt, mach ihnen ein Steak. Frauen. Ich schnall das auch nicht, ne? Das will ich doch gar nicht. Nee, nee. Ich wollte den. Hier muss der Düngerstreuer dran, ne? Wo ist noch ein Gewicht dran, ne? Wir müssen ja so ein bisschen noch Düngeritis machen, ne? Von wegen die Erntung und so. Deswegen. Let's have a look. Aber ich wollte auch die ganze Zeit schon Schweinefutter kaufen, ne? Kannst du mal sehen. Irgendwie klappte nichts. Wo ist denn unser Geweih hin? Ach, das steht hinterm Düngerstreuer. Als Chlor, habe ich gesehen. Habe ich gecheckt. Ausnahmsweise, ne? Weil heute Sonntag ist. Ich nehme am Sonntag auf, ne? So, hier im Rinn. Der Geweih mitgenommen, ne? Düngen wir eben hier drin, ne? Oh oh, oh oh. Guck mal, wie gemacht dafür. Hat der Kalle extra so gebaut. Ach nee, das war ja nicht der Kalle, das war ja der liebe Bernie. Der das hessische Hofformpack ins Leben gerufen hat, ne? Mit Kalles Intention. Dass man also weiß, ne?
Ist ja unglaublich. Und unbelievable. Unbelievable. Hier, halt mal an hier. Nächste Wegpunkt kannst du mal eben so nehmen hier mal. Kein Kurs. Feld 12. Hier brauchst du aber nicht dreimal rumheizen, so. Zweimal rein. Guck mal, Masse Escape und wieder Escape und tada! Wir haben noch nicht mal düngen. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Wäre echt Premium. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.